Nach dem Ausstieg aus dem Atomabkommen hatten die USA dem Iran mit erneuten Wirtschaftssanktionen gedroht und zudem erwartet, dass Europa nachzieht. Brüssel ist da anderer Meinung und hat nun das sogenannte Blockadestatut aktiviert. Ein Gesetz aus den 90er Jahren, das es europäischen Unternehmen verbietet, bei US-Sanktionen gegen Drittländer mitzumachen, womöglich sogar unter Strafe. Dieses Blockadestatut, das ursprünglich für den Handel mit Kuba vorgesehen war, ist jetzt für Geschäfte mit dem Iran aktualisiert worden. Mit diesem Schritt nach vorne missachtet die Europäische Union die amerikanischen Drohungen, die sich auch gegen europäische Konzerne richten, falls diese mit dem Iran handeln. Unternehmen könnten aber, so Brüssel, für entstehende Verluste entschädigt werden.